Ja. Okay. 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 Deswegen ist dein Commentary immer so legendär, wenn du es aufnimmst. Mein Commentary ist halt richtig kacke. Dann merke ich die Motivation und den Interesse. Ja, ich hätte vielleicht Trainer gekriegt. Die ganz offensichtliche Motivation. Ja. Da denkt man sich immer so, yo, der macht das richtig Spaß, das Projekt. Upload-Zwang macht doch generell extrem viel Spaß. Ja. Ey, das kommt höchstens Content auf deinen Kanal. Ja gut, das stimmt. Kampf der Käfer. Aber ich habe Hartner. Okay, ich sehe gerade wieder leider nichts. Wir haben jetzt gerade unserem Unternehmen das gegen einen Raupi. Ah, okay, jetzt sehe ich es. Und ich habe eiskalt Hartner benutzt. Oh, das ist krass. Also, nee, das ist hart. Das ist hart. Ich habe eigentlich hart kalt. Nein. Wie nennt man das? Ich habe einfach hart Hartner benutzt. Da kommt kein richtiges Wortspiel raus. Und ich bin langsam. Hart. Okay. Das ist schon hart, muss ich sagen. Ja, es ist. Hätte geht's gar nicht mehr. Ja, ist halt echt so. Eine sollte den ganzen Tag regnen und betrübt sein und es fängt gerade Sonnenschein, ne? Was soll denn das? Keine Ahnung. Wettervorhersage. Das ist das Event, muss man zu sagen, das ganze Wochenende. Und okay. Es wurde halt richtig scheiß verdammt gesagt. Okay. Ich habe nicht gelesen, was kommt. keine Ahnung. Es kommt ein Pokémon. Oh, ein Weedle. Denke ich. Ein KP, easy. Cool. Vergiftet. Du tankst es so wie ein Wassertank. Ja, ich denke, das ist lustig, so wie weil ganz viele Wasser-Pokémon-Tanks sind. Er hat Wassertanks. Aber der größte Tank ist immer noch ein Chanera. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Chanera, das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil ein Knock-Off und es bist halt 50%, also fast 50% von seiner Def ein und dann halt so ein CC oder ein Close Combat. Nice Kim, close enough, be Close Combat, weil ich habe gerade auch CC gesagt und so ein Hit, ja. Und, oder so ein Kraftkoloss drauf und es geht eigentlich. Ja, richtig. Das heißt, also mein Chanera heißt einfach Shan 3 H. Okay. Das passt. Ich dachte halt, stimmt. Hey, was für Pokémon nimmst du noch mit in die Arena? Irgendwas richtig Tryhardiges. Ich hab doch, ich müsste meine Oyo-Plätze mal nutzen. Nimm mal Chanaria mit. Okay. Ich nehme halt irgendwie immer nur zwei oder weniger Oyo-Pokémon mit. Das ist mir so aufgefallen. Okay. Ich bin hier nicht tryhardig genug. Okay, aber dann tryharde mal mehr. Hör auf zu zweiharden und tryharde mal etwas mehr. Es liegt halt einfach nur daran, dass halt Garados nicht mehr im Oyo ist. Und dann hätte ich halt wahrscheinlich irgendwann ein ziemliches Problem mit den Oyo-Plätzen, weil immer Garados dabei ist. Ja. Das sieht übrigens, was sieht übrigens Saftkorn aus? Siehst du es gerade? Wie bitte? Siehst du gerade Saftkorn? Moment. Nee, ich sehe es leider nicht. Aber ich weiß, wie es aussieht. Okay. Jetzt sehe ich es, ja. Hätte vielleicht einen speziellen Angriff reinschicken sollen. Eventuell. Detailed! Das erhöhen wir mal ein bisschen. Das beschleunigen wir mal ein bisschen. Das kann jetzt ein bisschen dauern normalerweise. Weil er mal. Oh, es war ein Crit. Na, bye bye. Ja, gut, dann ist er. Komm, Plattform könnte ruhig mal so instant in Level 15 erreichen. Was auch immer gerade reinkommt, schicke einfach Lea rein. Also sie hat sich halt geweigert, die Spielerkarte Pokémon Hard Gold. Und sie hat sich halt geweigert, das Shiny Garados im See des Zorns zu fangen, weil es ein Static Encounter ist. Okay. Aber, ja. Das wäre jetzt fast ihr Team gewesen mit Fuchtler. Und so. Okay. Und das sieht zwar, ich glaube, es gibt auch hochgeladen, sieht man halt so, wie sie kämpft. Und ihr Pokémon geht auf 1 KP runter. Wow. Und danach kann es gerade so rausnehmen. Okay. Weil ich habe argumentiert, hey, ist es ein Shiny? Und ihr hat gesagt, ein Shiny zu immer gefangen. Und ihr hat gesagt, es ist Static Counter. Und Static Counter dürfen nicht gefangen werden. Und, ja. Okay. Aber sie hat trotzdem in ihrem Video zugegeben, dass Garados echt krass ist und es echt ein guter Encounter wäre, wenn man es fangen würde. Ja gut, Garados ist halt stark. Generell auch kein schlechtes Mon. Es ist trotzdem nur ein Oyo, weil
in Yu-Yu's Land. Oyo ist sowieso ein bisschen lame, weil es nur aus Mega und Legis besteht und dann noch die anderen Pokémon, die man immer mitnimmt. Ich finde halt, ja, Oyo besteht halt auf so, man sieht halt so wenig Pokémon. Man sieht halt immer Megalopunny oder Landorus oder sonst irgendwas. Genau. Ich warte eigentlich auf, dass Mega bis auf Flo auch ins Video rutscht. Ich glaube, es wird noch passieren. Kann sein, keine Ahnung. Ich stelle mir gerade vor, wie, also sie ermitteln das eigentlich nur über Showdown, oder? Wer, wo, welches Pokémon mitgenommen wird. Das sind ja Statistiken. Es sind ja Statistiken, wer, also welchen Tier, welche Pokémon mitgenommen werden. Das wird ja nur über Showdown ermittelt, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, das wird nur über Showdown ermittelt, glaube ich. Ja. Da hast du dann, oh mein Gott, ganze Statistiken, welche Pokémon und welchen Tier mitgenommen werden. Wenn wir zum Beispiel alle immer unser Evoliten-Evoli und Oyo mitnehmen, dann bam, switcht das übelst hoch, ja. Ich weiß nicht, es müssen aber schon einige Leute sein, die das mitnehmen, dass die Usage wirklich merkbar steigt. Ja, das werden ja einfach, ich glaube, wenn schon sehr viele, also wir müssten es einfach mal irgendwie in den ganzen Poketuber verteilen, alle Leute, die aktiv Showdown spielen. Und die müssten das halt also trenden, es muss halt so ein Trend werden, so, es muss irgendwie so ein krasser Insider zwischen den ganzen Leuten werden, dass man ein Evoli mitnimmt. Und dann wird es funktionieren, denke ich mal. Dann könnte es funktionieren, ja, denk schon, so ein bisschen. Ein Tier-Switch gibt. Ein Tier-Switch gibt. Sprechen, okay. Es ist 2016:30. Okay. Ha! Hex! Ich hab's geflincht. Oh, das ist krass. Ich hoffe mal, den Toga erlernt er wieder öfter machen wird. Also, das wäre echt cool, wenn es so wäre. Ja, es wäre auch ziemlich OP. Es lernt wirklich relativ früh Drachenmut, muss ich zu wissen. Mhm. Ich würde halt auch locker alles zuhitten. Ja, mindestens. Tschüss, Nintendo. Mhm. Ha! Okay. Triff. Ein KP! Es hat auch noch ein KP! Das ist bitter. Ja, irgendwie schon. Hier. Schick einfach mal eiskalten Tiger-Pokémon gegen Flug-Pokémon rein. Okay. Ich will mich so ja, gut, solange es outspeedet und killt. Na, outspeeden tut's nicht, aber. Ich will mich so unterlevelt, ich weiß auch nicht warum. Ja, gut. Ich habe halt auch keinen Bock, jetzt noch sonst noch eine halbe Stunde zu trainieren. Weil. Ja, gut. Dann geht halt ab und zu mal ein Pokémon von mir da und dann gehe ich halt los und heil. Wäre es ein Nuzlocke, wenn die Pokémon alle schon längst Level 8 sind. Das stimmt. Aber ja. Nuzlocke ist aber auch generell nochmal was ganz anderes als normales Durchspielen. Ja, richtig. Ich mach's dann einfach nur so, hey, ich zeig euch mal dieses Spiel. Ich wende mal die wilde Pokémon, damit man ein paar Spikes sieht. Ach ja. Ich glaube, das geht auch drauf. Oder ist Joke drum? Okay, ist Joke drum. Ja, das konnte ich auch gerne machen. Es gab mal eine KI, die Rübis umgeschoben. Ja, ist Joke drum. Der hätte nur noch einen Hit machen müssen, ne? Und er ging aber so am Boden. Das war, glaube ich, auch irgendwie nass. Ich weiß gerade nicht wo. Und er hat echt. Die KI hat so rumgechoked, dass es geschafft hat, nochmal 3 KW übrigens den Gegner zu besiegen. Drei Hitten. Nice. Und die KI hat also rumgechoked und die ganze Zeit irgendwelche Busche das gemacht. Jetzt kommt auch so. Besiegt. Komm. Sieht das echt von hinten aus wie der Original-Sprite, man erkennt nur die Hand. Ja, das ist echt so. Ich werde mir das ja mal von vorne anschauen. Das sieht echt schon cool aus. Das Team ist so OP, wenn ich halt gleich nach, wo ich Abra fahren kann. Ja. Ich könnte auch nachschauen, wo ich Pipi fangen kann. Ja, aber hast du nicht die wilden Pokémon irgendwie gerandomized? Ja, aber es wird ja trotzdem ein Pokétext angezeigt, wo man die fangen kann. Echt? Oh, das ist cool. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es wird dann nur angezeigt, wo man die normalerweise fangen könnte. Nee, wird's nicht. Die checken tatsächlich, das habe ich rausbekommen, tatsächlich die echten Positionen ab. Ah, okay, das ist cool. Mhm. Das ist schon ziemlich OP. Ich hätte mit dem Toyaman ein angefangenes halt Projekt, was inzwischen nicht mehr existiert. Und da habe ich halt mal. Ich hätte mit einem Toyaman ein angefangenes Projekt. Da hatten wir ja die Versus Blatt gegeben, das ist voll rot. Aha. Das ist inzwischen nicht mehr da, das weil wir es abgebrochen haben. Aber da habe ich halt rausgefunden, dass man, da ich halt den Pokétext nachgeschaut, ich hatte halt, komm, im zweiten Part hätte ich da Instant Mewtwo als Legi gesehen. Nice.
Dann habe ich einmal nachgeschaut, wo man das alles fangen kann. Und dann habe ich halt Mewtwo halt gesehen und hat, ich glaube, die Route unter Alabaster, die Wasserroute, da hatte ich nur übelst die OP-Pokémon. Ich hatte einen Letterking, aber halt ohne seine Fähigkeit, also eine andere Fähigkeit. Nice, das ist dann halt echt richtig OP. Ja. Und dann halt Mewtwo und übelst die Legis auf der Route. Ich hatte auch in dem Projekt einen Gengar gefangen mit einem Walband, Matschbombe und übelst die krassen Attacken. Und nice. Dann habe ich halt daher herausgefunden, dass es mit dem Pokédex funktioniert. Dann mir so, what? Alter, was für krasse Pokémon konnte ich hier fangen. Das ist halt sehr lustig. Komm schon mal nach. Okay, wo kann ich Abra fangen? Ich habe auch National-Pokédex, musst du so wissen, deswegen. Können wir denn irgendwo Charmander fangen? Ja, können wir. Okay, also ich muss sagen, Charmander hat Charme. Warte mal kurz, gibt's das? Glumanda hätte es in Mondberg gegeben? Okay. Echt? Wollen wir uns in Glumanda fangen? Aber es gibt es über Bill oben irgendwo. Keine Ahnung. Aber Glumanda wäre halt schon cool. Ja, oh Gott, die werden so. Also ich kann dir Manitoran männlich zeigen. Hm, wie bitte? Ich kann dir Manitoran männlich zeigen. Okay. So. Wenn du jetzt Bild bei dir spezialisiert, siehst du es? Ich sehe gerade gar nichts, bei mir stehst du gerade noch auf der Brücke. Verdammt, Mann! Komm schon! Bild! Ja, dann warten wir mal ganz kurz. Ihr habt doch Zeit, oder? Okay. Trinkt ein Stück Tee. Okay. Well, das Bild will nicht, habe ich das Gefühl. Okay, dann gehen wir zum nächsten Pokémon. Okay. Clefairy haben wir es doch. Gibt's auch über Bill. Über Bill gibt's echt gute Pokémon. Ne? Oh, das ist cool. Wir müssen uns schon mal überlegen, welche Pokémon wir dafür raushauen. Hallo Zubat. Und hier ist Abra. Okay. Abra kann man angeln. Okay. Abra kann man angeln. Also in der Stadt, der mal Abra gibt. Warum auch nicht? Ich glaube, das ist der Carpador-Encounter. Warte mal kurz, das gibt's in dieser Stadt, kann man das überhaupt... Gibt's in dieser Stadt überhaupt ein Wasser? Keine Ahnung. Aber ich wollte weiter an den Pokémon noch schauen. Kanto, jetzt kommen wir nochmal ein bisschen runter. Was haben wir noch sonstige Pokémon fangen? Das hab ich alles gesehen. Sicher richtig coole Pokémon. Ein Onix. Oh mein Gott, wie sieht Onix in diesem Spiel aus? Ja, normalerweise müssten es jetzt 10. Ja, normalerweise. Kann man fallen. Ach, da kann man eine Siegestraße fangen. Das kann man in der Höhle fangen, wo es Mewtwo gibt. Mewtwo sieht halt aus wie eine Wandererin, ganz in Grau mit einem Rucksack auf und übelst den langen Pferdeschwanz. Das so hockt. Okay. Eigentlich übelst geil gemacht. Ah ja, jetzt sehe ich's. Ja, das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Magikarp. In den geflochtenen Haaren dann auch noch. Ja, wo gibt's denn eigentlich Carpador? Ich hab das ja noch, ich hab das ja gekauft, deswegen. Alter, wie groß Carpador einfach mal ist. What the fuck, wie groß ist der Carpador? Das ist ja riesig. Sehe ich grad leider nicht. Das Carpador ist ungefähr so groß wie der Spieler Sprite. Alles klar! Das ist halt einfach echt übelst groß, das sieht halt mega klein aus. Ich glaube allgemein, wir können mal kurz. Haben wir noch irgendein Pokémon, was wir gefangen haben? Gehen wir noch zum nationalen Pokédex rein. Ich habe noch irgendein Pokémon. Wie groß ist denn dieser Knoss im Gegensatz zum Spieler? Okay, dieser Knoss klitscht und macht den Rahmen raus. So ein bisschen. Mhm. Well, also ich glaube, wenn es stehen würde, wäre es größer als der Spieler. Ich glaube auch. So, was haben wir denn noch Lustiges? Wie groß ist denn das Smetbo im Vergleich zu... Oh, Smetbo ist so groß wie der Spieler, alles klar. GG, Smetbo. Sehen halt alle irgendwie so klein aus und dann sind sie doch so groß. Subat ist klein. Haha. Okay. Dragoon ist klein. Okay. So, ich glaube, er ist an sich gar nicht mal so klein, aber hier ist er klein. Das ist echt klein. So. Willst du mich gerade durch die Pokédex durchscrollen? Ja. So, okay, dann. Was habe ich denn? Habe ich nicht noch andere Pokémon gefangen? Scroll.
Okay, lass mal das. Das dauert mir jetzt zu lange. Das heißt, wir gehen jetzt wieder Pokémon Center und heilen mal wieder. Und vielleicht kommen wir in diesem Part noch irgendwie hier zu Misty. Also so ein Ziel pro Part ein Orden ist doch, klingt doch realistisch. Ja, ich würde es mir aber eher als Ziel setzen, heute noch ein Protalana zu bekommen, Kappa, ja, okay. Und ein Metagross. Ja, okay. Ganz wichtig. Wir sind jetzt 10 Schlittenstrukturen in Training, wie wir auf dieser Route die Pokémon auf Level 55 hochziehen. Genau. Klingt fair. Das liegt auch ein Plan. Ja, natürlich. Nummer 3 wird übrigens nicht einfach, hat er gerade gesagt. Okay. Mit Youngster Timmy! Okay. Wir entlanden. Timmy! Der Name ist voll lustig. Und Sandro sieht mega cute aus. Fein, ich trainiere Makaro jetzt nur, damit sie sich entwickelt auf Level 20. Jetzt müssen wir vorher noch ein Pokémon rausnehmen. Sonst haben wir keinen Nimm mehr. Wie bitte? Wir müssen das vorher auf jeden Fall, bevor es Level 20 erreicht, das rausnehmen. Damit wir ja. Und sicher gehen, dass wir einen Pokéball haben, weil wenn man ihn ja drum kommen will, ja. Well, Tipsy, ich bedanke mich dafür, dass ich im Stream dabei sein durfte, aber ich muss heute noch wohin und ich muss dann langsam gehen, okay. Weil, ja, und so. Und auf jeden Fall danke, dass ich dabei sein durfte und alles und viel Spaß noch im Stream. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß, wo auch immer du noch hingehst. Danke, dir auch. Ciao. Tschüss. Ah, jetzt bin ich wieder alleine. Alleine. Dieser ewige Kampf gegen Defensive. Oh nein, es ist tot. Ah komm, die Arena diesen Part schaffen wir noch, oder? So Pokémon ist halt irgendwie nicht so stark. Aber ich denke mal, dieser Flo soll das relativ easy werden. Okay, ich habe Betrug kassiert und er macht mehr. Na, geht so Schaden. Takedown. Und. Ja, ich könnte auswechseln. Takedown macht Schaden. Und wie viel Schaden macht es? Na, ungefähr die Hälfte, ja, fast. Nur 2 Hits, ne? Easy, schaffen wir. Biss. Takedown. Und. Wir besiegen es mit dem dritten. Oh Gott. Oh nein! Nein! Warum? Der Flinch war anders, ist ja wie. Leg mir nochmal Lea rein und finde ich es mit irgendeinem anderen Pokémon, was die Erfahrungspunkte braucht. Und zwar. Nintoya. Nintoya braucht die Erfahrungspunkte. Und es ein krasses Protelander wird. So richtig krasser Scheiß. Geh down! Komm schon! Danke! Ich habe eine formale Nachricht auf Skype bekommen. Ich bin leicht unterlevelt, aber nur leicht. So. Ah, ich glaube, beschleunigen wir mal den Kampf gegen Misty. Ich glaube, ich gehe jetzt zu Misty. Gehen wir jetzt zu Misty! Gehen wir jetzt zu Misty. Dann gehen wir jetzt zu Misty und brechen einfach alles mit dieser Flo, dieser Knost weg. Das sollte eigentlich kein Problem sein, denke ich mal. Hier komm, besieg. Ich besieg dich jetzt und trainiere mein Carpador ein bisschen. Ich trainiere mein Carpador jetzt noch ein bisschen. Ich meine, da sollte sowieso kein Problem sein, weil. Es ist halt ein Schwimmer mit Wasser-Pokémon. Ich habe Pokémon, die das relativ gut kontern. Relativ gut. Ich habe halt Pia OP. Mit den ganzen Pool-Attacken. Und damit soll das eigentlich relativ gut werden. Und. Da kommen 2 oder 3 Hits. Und dann ist es auch schon besiegt. Dann ist es auch schon besiegt. Tschüss und RIP. No.
Dann schicken wir Lea rein. Weil er schickt jetzt sein Dings da rein. Sein Dings! Und so, ne? Genau, sein Muschas. Ah, das Muschas sieht auch cool aus. Aber schicken wir erstmal schlafen, würde ich sagen. Yo, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich mache die Arena leider mit Pia. Und schicke seine Pokémon einfach alle schlafen. Das wird ziemlich easy werden. Ich glaube, Smetbo ist schon ein bisschen OP. Smetbo ist ein OP, weil es gibt ja auch keine Sleep Chaos, weil... Oh, das ist instant aufgewacht! Was steigt jetzt, wenn nicht das Heilung steigt? Ist nicht schlimm, ich greife sowieso speziell an. Und RIP! Lea ist Level 14, fuck yeah! Level 15 in diesem Part ist mein Ziel. Das kann nicht sein! Doch es ist so. Wir könnten uns vielleicht mal noch ein paar Tränke kaufen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und auf geht's. Oh ja, und dann werde ich mir nach der Arena auf jeden Fall erstmal tonnenweise Essen reinstopfen. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Gibt es nämlich einen Super Potion. Kaufen wir uns 2 Stück. Und einen Trank. Und wir haben ja dieses Item. So, dann sammeln wir ja dieses Dings da. Was uns richtig viel Knete gibt. Und davon kaufen wir uns auch noch ein paar Tränke. 6 Stück. Und vielleicht noch ein paar Pokébälle, falls wir noch ein paar krasse... Also ich will halt wirklich eine Abra fangen. Ich habe jetzt irgendwie die Motivation, einen Abra zu fangen. Den Rest geben wir für Supertränke aus, das passt. Und... Ich glaube... Gegen Gift machen wir 2, 3 Stück. Einen Paraheiler. Und noch ein Gegengift. Okay, ich glaube, das passt. Hier krass optimiertes Einkaufen und so, ne? Weißt du Bescheid? Und jetzt müssen wir noch eine Trainerin machen. Komm, kämpf gegen mich. What you, I'm more than good enough for you. Misty won't have to be border. Muss Misty nicht belästigen. Bam, Picknicker möchte kämpfen mit einem... Oh, das sieht auch süß aus. Aber Lea ist natürlich viel besser. Weißt du Bescheid? Bam. Weil Lea OP. Also Lea wird OP, wenn sie Level 20 ist und so. Nassmacher, yay. Wir machen jetzt wieder ganz entspannt Schlafpuder. Und... Das Gute ist ja, dadurch, dass Pia diese Attacke hat, dass die Attacken genauer sind, trifft Schlafpuder und Sandpuder und alles schläft dann alles viel eher, als wenn das nicht der Fall wäre, weil... Also trifft fast immer, das ist wie bei Hutsasa mit dem Attacke, hatte auch die Attacke. Ist so verwirrt und schläft, okay, alles klar. Es ist vollends verkrüppelt. Es schläft. Und Konfusion! Critical Hit! Yay, und ist wieder aufgewacht und ist jetzt ein bisschen verwirrt. Und hat sich selber verletzt. Tschüss, Goldini. Yay, Pia ist Level 16. Und wir haben die Janser besiegt, das ist ja schön. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal, auch wenn wir keinen Schaden gesehen haben, wegen der AP ins Pokémon Center. Dann... Ja. Okay, auf geht's. Weil dann soll das kein Problem sein, weil ich kann halt Konfusion haben. Ich glaube nur 10 Mal. 10 oder 20 Mal. Wie oft habe ich Konfusion? Das können wir mal kurz nachschlagen. Okay, never mind. Das war vielleicht doch unnötig. Aber hey, lieber einmal zu viel Gehalt als einmal zu wenig. Zumindest in meinem Pokémon Center ist das so. Okay, wir müssen nach unten, hier ist die Arena. Ich bin verwirrt. Hi Misty, auf geht's.
Hi, you are new face, only these trainers who have a puzzle. Police about Pokemon can turn pro. What's about the potion or menu at catch and train Pokemon? My policies are out offensiv with water type Pokemon. Aber Wasser-Pokémon sind eigentlich eher defensiv. Ich hab glaub Carpador nach vorne. Aber das war absichtlich, weil ich möchte gerne, dass Carpador diesen vielleicht noch irgendwie alle Sterne so. Mal mit den Sternen überall, cool. Gib mal wieder Pia rein. Ah. Jo, perfekt, das passt. Erdner ist auf jeden Fall okay, weil wir gleich nicht bezerren. Machen wir wieder OP-Puder. Das ist schneller, okay. Das dürfen wir uns aber nicht rausnehmen. Es war ein Quit. Und ich bin verwirrt. Bitte triff. Bitte triff, bitte triff. Danke. Sehr schön. Damit schlägt der Sterndorf auf jeden Fall. Dann kann ich jetzt einen Supertrank benutzen. Oder reicht? Ne. Ich werde einen Supertrank benutzen. Weil ein Trank nicht ausreichen wird, der vielleicht nur 35. So. Das Sterndorf schläft. Ich hatte nur eine nicht sehr effektive Kompression. Nein, warte, hier ist es noch. Ist es schon Psycho oder ist es noch Wasser? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, ich bin ja konfus. Nicht so schlimm, vielleicht kann ich es ja auch verwirren mit Kompression. Ja, ich kann es auch verwirren mit Kompression. Sehr schön. Das heißt, wenn es aufwachen würde, muss erstmal durch die Kompression durch. Das ist schön. Und ich bin nicht mehr konfusioniert. Und da das nur da das neutral schalten macht, ist es auf jeden Fall noch kein Psychotype. Das ist schön. Wie das Eiskalt nicht ausreicht. Und dann benutzt einen Super Potion. Das ist gut, dann benutze ich es nämlich jetzt nicht auf den Starmie. Das ist mir auf jeden Fall lieber, weil ich habe gerade eine relativ safe Situation. Es ist aufgewacht und ist halt verwirrt. Okay, das verletze ich halt nicht selber. Die Frage, reicht jetzt eine Konfusion, eine weitere... Ja komm, eine weitere Konfusion reicht, das heißt, ich brauche keinen Schlafpuder machen. Am besten verletze ich einfach selber. Perfekt, wunderbar. Und dann kommt die Konfusion. Sehr schön. Und wir schicken natürlich wieder unser Carpador rein. Weil Carpador ist OP. Bam, 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 bam. Stami sieht auch so cool aus. Also sieht aus wie so eine Diva. Ja, so wie so eine richtige Diva. So, guck mal. Look at me first. I'm pretty. Schicken wir wieder Pia rein. Schicken wir wieder Pia rein. Wenn die jetzt mich nicht crittet, dann... Oh, das war normaler Schaden. Okay, mit Pia wird es offenbar nichts. Schade, dann müssen wir doch mit dieser Boss rangehen. Müssen wir doch mit dieser Boss rangehen. Dann machen wir halt die üblichen hier. Machen wir erstmal nichts. Swift, ja, okay. Erstmal Egelsamen legen. Und dann legen wir... Die machen wir es, vergiften wir es noch. Poison Puder. Swift. Und wir missen erstmal. Einen müssen wir auf jeden Fall noch tanken. Und dann müssen wir einen Trank benutzen. Komm schon. Yay. Bam, bam, bam. Okay, ich heile mich wieder, sie wird vergiftet. Und das Stormy hat ein bisschen auf, aber was, hey, was soll das? Sieht so geil aus. Ich finde, ich habe den richtigen Starter gewählt. Ich wusste, ich habe genau den richtigen Starter gewählt. Genau den richtigen Starter. Ich meine, hey, ich mache jetzt noch einmal Rackenhieb und Schuss Stormy, ne? Aber richtig safe ist das Schuss. Das sollte so locker ausreichen. Das sollte so... Alter, es macht den Crit! Die dumme Kuh! Komm, ich schicke Lea rein. Ich meine, es geht jetzt sowieso down. Ach, es macht den Crit mit... What the fuck? Reicht das schon? Muhaha, Lea hat Stami gekillt! Yay, yeah, wir haben Tackle! 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 Yo! Wow, das war so viel. Alright, you can have this Orden to show you beat me.
Und wir haben Kim Kim gewonnen. This Orden makes all Pokémon up to level 30 of baby. That includes even outsider you got in trade. There's more, you can now use cut anytime out of the battle. You can cut down small trees to open new pathways. You can also have my favorite TM. TM-Zero. Team Teach Water Pools. Use it on aquatic Pokémon. Kann das nicht überhaupt jemand lernen? Es wäre sehr OP, wenn das Carpador lernen könnte, aber es kann sich lernen, das weiß ich. Water Pools. Use. Nein, niemand kann es lernen. Das ist genauso wie Tritt und Hiebe. Niemand kann Tritte und Hiebe lernen. Niemand im Team. So Leute, dann würde ich sagen, jetzt gleich hier in die Pause, nenne ich es mal. Ich denke, ich werde noch Schluss machen. Ich werde auf jeden Fall noch eine Weile eine Pausenstream bei mir anmachen. Damit der Stream, weil Twitch auch bis zu Ende läuft, deswegen. Jo. Ich denke, das klingt gut. Dann speichere ich hier auf jeden Fall nochmal. Ich merke mir mal, dass ich die Nugget-Pokus nächstes Mal hochgehen muss. Ich muss die Nugget-Fritte hier hochgehen. Hab schon ein paar Trainer geslayt. Jo, das klingt gut. Das klingt gut. Das klingt gut. Jo, Kim hat das Spiel gespeichert. Also ihr seht jetzt hier, bam, Studiomodus, bam. Pause. Gehen wir hier. Machen wir einfach das Pausenbild rein, aber wir nehmen nicht das. Das hatten wir schon mal. Wir nehmen... Das ist cool. So, ich habe das zwar jetzt gerade gesehen und dann bin ich hier Übergang. Das heißt, ich hoffe, euch hat das Stream gefallen. Ich mache jetzt hier wieder Musik an. Und mache die Automusik aus. Jetzt müsste es funktionieren. Wir sehen uns im nächsten Stream. Ich hoffe, euch gefallen. Bis dahin. Ciao. Ich mache den Übergang mal noch, ne? Ja, jetzt hier den Übergang. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.